Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Dr. Carola Javid-Kistel aus Duderstadt in Südniedersachsen. Es geht um eine Veranstaltung am 21. Februar in Hannover auf dem Opernplatz. Es war eine Demonstration und in der Rede dort hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass in einem Seniorenwohnheim in Breitenworbis hier in der Nähe 9 Personen nach der Corona-Impfung verstorben waren und dass da auch die Kripo vor Ort war und ermittelt hat. Diese Information hat sich so in diesem Maße nicht bestätigt. Ich möchte diese Information deshalb zurücknehmen, möchte, dass es aus allen Kanälen gelöscht wird, möchte auch, dass es in den Reden von mir nicht mehr erscheint. Also wer doch dahingehend noch irgendwelche Reden von mir veröffentlicht hat, zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt, der möge das bitte aus den Reden rausnehmen, rausschneiden, stummschalten, wie auch immer. Denn ich habe da schon massiv jetzt Ärger bekommen und Stress bekommen und wurde verklagt von dem Seniorenheim. Und ich nehme es jetzt hiermit damit zurück und dementiere das alles. Okay, das war es eigentlich. Ne? Schönen Tag noch für alle. Dankeschön. Tschüss. Intensivkapazitäten sind so an vielen Orten jedenfalls ausgereizt oder kurz davor. Und deshalb müssen wir die Pandemiebekämpfung. Novellierung des Pandemiegesetzes. Es wird nicht so wie früher. Das ist eine Attacke auf den Föderalismus.